Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Vorbau wechselt. Das ist hilfreich, wenn man auf dem Rad seine Position verändern möchte oder ihr einfach den alten Sattel habt, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre Gewichtstuning, wenn ihr einen sehr schweren drauf habt und ihr wollt ein bisschen Gewicht sparen, ist ein Vorbau eine kleine Möglichkeit dazu. Vorbau ist immer befestigt mit zwei hinteren Schrauben. Die sehen zwar manchmal anders aus, aber die gibt es immer. Manchmal ist sie von links und rechts angeschlagen, manchmal an einer Seite. Zusätzlich gibt es dann vorne noch eine Schraube, die von oben den Vorbau festhält bzw. den Steuersatz einstellt. Dann ist der Lenker befestigt. Diese Platte hier sieht auch sehr unterschiedlich aus bei verschiedenen Systemen. Meistens sind es vier Schrauben. Bei dem wir jetzt drauf bauen, sieht das zum Beispiel ganz anders aus. Das Prinzip ist auch immer das gleiche. Es sind vier Schrauben, die müssen gelockert werden, um den Lenker abnehmen zu können. Ich verwende wieder mein Multitool. Ihr könnt aber auch jedes andere Werkzeug verwenden. Dieses Tool ist ganz praktisch, wenn man unterwegs kleinere Reparaturen machen möchte. Es ist alles dran, was man braucht. Wenn es euch interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung hinein. In dem Fall haben wir jetzt hier 4er Imbus Schlüssel nötig, um die Schrauben zu lockern. Also einfach lockern und möglichst mit der oberen am Ende seid, damit euch der Lenker nicht runterfällt. So, Platte abnehmen, Lenker entweder auf dem Vorderrad ablegen, wenn das möglich ist, oder zur Seite herabhängen lassen. Macht es euch so, dass er euch nicht im Weg ist. Jetzt könnt ihr die Vorbauplatte wieder an den Vorbau kurz dran schrauben. Dann kommen die Schrauben nicht weg, die Platte nicht weg. Man braucht nachher nicht suchen. Jetzt die beiden hinteren Schrauben lockern. Und dann, in dem Fall habe ich jetzt wirklich Glück, alle Schrauben am Vorbau sind gleich. Es gibt aber auch Vorbauten, da braucht man drei verschiedene Schlüssel, um den Vorbau abzumachen. Ist aber auch nur ein bisschen lästig, die Funktion ist das gleiche. So. Abschrauben, abnehmen und so weglegen und aufbewahren. Jetzt kann man den Vorbau in der Regel einfach nach oben abziehen. So, das war's. Es ist jetzt möglich, den Vorbau einfach andersrum drauf zu bauen. Dadurch käme man etwas höher mit dem Lenker. Für eine entspanntere Sitzposition reicht das manchmal schon aus. Ihr seht es, dass der an dieser Position etwas nach unten geneigt ist und in dieser Position etwas nach oben geneigt ist. Den anderen Vorbau, den ich hier habe, der ist etwas länger. Damit kann man dann also eine sportlichere Sitzposition erreichen. Die Montage ist genauso wie die Demontage. Da gibt es keine größeren Unterschiede, bloß halt andersrum. Jetzt hat man wieder die Möglichkeit, den Vorbau entweder so rum oder so rum zu montieren, wie man das möchte. Das ist dem Vorbau auch egal. So. Falls der Vorbau jetzt etwas höher ist, wie in diesem Fall, kann es notwendig sein, einen von diesen Spacern zu entfernen. Das sind einfach Ringe, um die Höhe zu variieren. Noch ein bisschen höher. Nehmen wir noch einen raus.
Schraube es ein wenig zu. Ihr seht, war das zu viel. Also setzen wir den wieder ein. Wichtig ist, dass zwischen dem Ende des Gabelschafts und dem oberen Rand des Vorbaus etwas Luft bleibt. Sonst kann es passieren, dass ihr den von oben nicht festschrauben könnt. So. Das Einstellen des Steuersatzes zeige ich euch in einem anderen Video. Das findet ihr wieder in der Videobeschreibung unten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Steuersatz eingestellt haben. Also die obere Schraube festziehen. Den Vorbau in die richtige Position einstellen, so dass es gerade ist. Man kann dazu von vorn und auch von hinten peilen und richtig einstellen. Dann die beiden hinteren Schrauben festziehen. Falls ihr einen Drehmomentschlüssel habt, benutzt ihn. Das Drehmoment ist in der Regel auf dem Vorbau aufgeschrieben. So, dann die Lenkermontage. Einfach die vier Schrauben wieder lockern oder die Anzahl der Schrauben, die halt dran ist. Es gibt manche auch, die nur zwei Schrauben haben. So, Platte gelöst. Jetzt setzt ihr den Lenker erst einmal wieder hinein. Guckt, an vielen Lenkern gibt es eine Markierung, die die genaue Mitte des Lenkers kennzeichnet. Daran orientiert euch einfach, wenn ihr den Lenker wieder festbaut. Einsetzen, schauen, dass es in etwa an der Mitte ist, das könnt ihr nachher noch korrigieren. Jetzt die Platte aufsetzen und die Schrauben erstmal ein wenig festziehen, sodass der Lenker nicht mehr runterfallen kann. So, jetzt richtet ihr den Lenker so wieder ein, wie er vorher war. Achtet auf die Positionierungsmarkierung, dann die Schrauben fester ziehen, noch nicht ganz fest. Sucht euch irgendeine Schraube aus, zieht sie fest, dann die auf der entgegengesetzten Seite über Kreuz auch festziehen. Jetzt wieder nach oben, obere Schraube festziehen. Dann wieder nach unten über Kreuz und die letzte Schraube festziehen. Jetzt achtet ihr bitte darauf, es gibt oben einen Spalt und unten einen Spalt. Dieses Spaltmaß sollte in etwa gleich sein. Jetzt könntet ihr zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel nutzen, um das Drehmoment zu überprüfen. Und damit ist dann die Montage beendet. Weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch die Links zu den anderen Videos, wo zum Beispiel der Steuersatz dann eingestellt wird. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüss.